So. Kann man da hoch? Ist es das? Nee. Na, lass mich durch. Ah, hier ist noch Kiefernharz. Wahrscheinlich da dann rechts runter. Hier sind wir reingekommen. Ah, das sieht nach was aus. Ich sollte mal aufsteigen, ne? Wir haben noch 2 verbliebene Fertigkeitspunkte. Ich will auf jeden Fall mehr Angriffsschaden machen. Und ich gehe auf die Fallen, erhöht den Magieschaden durch magische Fallen. Und was kommt da als nächstes? Ermöglicht Rückgewinnung von Zustaaten nahe des Explosionsortes von Fallen und Granaten. Das ist auch gut. 2 Handklingenwaffen, ja, das bringt nicht so viel. Was mit Schusswaffen? Machen wir erstmal Schusswaffen, ja, komm. Oh, und wir haben ja noch einen Attributpunkt. Also, was haben wir denn? Erhöht sämtlichen Nahkampfschaden und Zaunerzeugung, Kraft, Genauigkeit, Schaden von Schusswaffen und Rüstungsschaden. Ausdauer, Kraft. Charisma, Wissenschaft, Stärke. Stärkt Nahkampfangriffe. Ich mach mal die Genauigkeit. Ups, falscher Knopf. In diese Richtung geht's. So, hier scheinen wir richtig zu sein. Ah, da sind die Leute ja. Speichern wir jetzt mal. Please, I come because of a message that was sent to me. Wait. This is the Onol Menawi of the Lugaid Blau. The one we wanted to talk to. Good. I came following the instructions you had left the secretary of our embassy, but I wasn't expecting to find you near the corpse of a member of the Ordo Luminis. We were told that there was a man different from the other in Nyxer amongst the Lugaid Blau. Someone who sometimes helped our people. This is why we talked to the man in the large house. But we don't really know who you are. My name is Desarde. I'm the legate of the congregation. It means that I am in charge of the diplomacy with the other nations. And yes, I have helped your people a few times. A diplomat is someone who talks, right? Not someone who fights. I know how to fend for myself, if that's your question. But will you tell me why you made me come here? 2 nights ago, we attacked a group of Red Sons who were taking away some of our people. Many of them fled. But we captured this man, and we made him talk. We wanted to know where they took our brothers. And he talked about a secret camp. Why would the Inquisition take natives to a secret camp? To confuse their minds. They torture them until they renounce the truth and praise the sun. This Red Sun was mocking us. He said they would burn us, like the others. He had killed some of my brothers, so I killed him. If what you say is true, then indeed, we cannot let the Inquisitors continue. But because you killed him, we can only take your word for it. Maybe not. The Red Sun had a key on him. And also some words sealed in bark. We do not know how to set them free. But the Renaigse do, don't they? The letter ordered this man to join the escort party of a group of natives. This partly confirms what you told me. Do the words say where the camp is located? No, but the address of the Inquisitor is written. What is an address? This is how we refer to the place we live in. I suppose the key you found is the key to his door. So you can go to his house and look for more words? I suppose so. You must do it, or the suns will keep burning our people. Very well. I will go visit this man's home. I will come back to you if I learn anything more. Hurry. Our brothers may be dying in the meantime. Good.
Also, das ist natürlich scheiße, dass ihr den umgehauen habt. Also, versteht mich nicht falsch, ich befürworte das sehr. Inquisitoren umbringen macht Spaß und sowas. Aber, diplomatisch nicht besonders gut. Gehen wir mal zurück. Hier ging es noch hoch. Was war hier? Nix. Das ist gut. Nix. Also, dann gucken wir uns mal schnell das Haus vom Inquisitor an. Wenn das der Inquisitor, dieser Verrückte da ist, hier. Claude Frollo. Oder wie hieß er? Alois? Alois. Was sagt mir das, dieser Name, Alois? Ja, also. Alois, ganz böser Mann. Wenn wir sein Haus durchsuchen sollen, mache ich gern. Weil, so wie sich das anhört, holen sie sich die Leute. Die Eingeborenen und bringen sie in in Lager, um sie zu konvertieren. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also, wir speichern nochmal zwischen, falls wir da gleich erschlagen werden. Ciora wollte gerade was sagen, das hat jetzt leider nicht geklappt. Was haben wir hier? Ein im Haus von Vater Claudius gefundener Brief. Claudius, lass mich dir zu deiner Arbeit und zu deinem unerschütterlichen Einsatz für unsere Bekehrungslager gratulieren. Also doch. Durch dich und deine Hingabe konnten wir viele Wilde ins Licht führen. Oh. In deiner Truhe in unserem Hauptquartier findest du einige neue Einzelheiten und Anweisungen zur Fortsetzung unserer Mission. Möge der Erleuchtete dich beschützen. Dich beschützen, Inquisitor Honorius. This letter mentions a secret camp. Apparently our man was involved in its creation. It also talks about a chest he would have had in the quarters of the order here in San Mateus. We may find clues there that will allow us to discover the location of the camp. If this chest exists, there must be a key. It has to be here. Let's continue searching. Machen wir mal. Wahrscheinlich oben. Ich wette, sobald wir jetzt diesen Raum betreten, kommt der. Oder wir finden etwas, was für... Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass der ganz miese Sexspielzeug da drin hat. Dieser fanatische Religiöse. Oder Kinderpornos, das ist bei solchen Leuten normal. nein, natürlich nicht. Mache Witze. It's a key. Most likely the key to a chest with the emblem of the Ordo Luminous. I don't think we'll find anything else here. Let's leave and see what this chest contains. Okay, jetzt kommt er aber und ich hab's gewusst. Ich gehe dem einfach mal aus dem Weg. Könnte ich, glaube ich, sogar. Aber ich denke, das ist nichts in der Sache. Hey, who are you? And what are you doing in Father Claudius's home? Desarde, I'm the legate of the congregation. My colleague has been away for the last few days. May I know exactly what it is about your status as a diplomat that gives you the right to enter his home in his absence? My status is the reason why the Mother Cardinal asked me to investigate. She wants to know where Father Claudius might have disappeared to. I offered to go to his home to see if I could find some information, hence why I'm here. Really? Well, I find that very strange. Why would the Mother Cardinal ask that some strangers who do not belong to our order try to find him? How would we know? Perhaps you want us to go find her together. I'm sure she'll be delighted to see how you've been treating the representative of one of her allies. That won't be necessary, but know that I am keeping an eye on you. As you wish. I hope I don't see you again, Father. I doubt this sly, bitter man believed your lies. You'll probably see him again.
We should make use of this moment of respite to go visit the quarters of the Order and find the chest there. Let's hope they aren't infested with members of the Inquisition. Das würde ganz bestimmt sein. Also, kommen wir mal hin. Büro von Inquisitor Claudius. Auf geht's. Hafenviertel. Ist auch cool hier mit diesem Mini-Leuchtturm. So, sehen wir mal. Oh, halt. Da ist noch ein Kistchen. Nehmen wir alles mit. So. Ich habe dieser Mission jetzt ein bisschen Vorrang gegeben, weil ich unbedingt. Kann man das nicht wegsprengen? Nee. Weil ich unbedingt diesen Inquisitoren eins reindrücken will. Also die Eingangssequenz, als man Sam und Matthäus betreten hat, die war echt sehr eindrucksvoll. Die war sehr eindrucksvoll und deshalb, also ich kann sagen, wer auch immer das so geschrieben und programmiert hat, der hatte echt Ahnung. Und ich merke gerade, ich habe so ein bisschen, zuckelt ein bisschen bei mir. Hoffentlich wirkt sich das nicht allzu sehr auf die Aufnahme aus. Dies ist also das Büro. Und hier haben wir Gandalf. Mhm. Es ist eindeutig Gandalf. Kein anderer. Das ist wahrscheinlich ihr Prophet oder wer auch immer. Ah, eine Truhe. Schlüssel verwenden. Brief an Claudius. Claudius, wir hoffen, dass wir auf dich zählen können. Eine neue Fuhre der eingeborenen Kletze ist auf dem Weg in das Lager. Oh je. Wir wollen, dass du dich darum kümmerst, die widerspenstigen einheimischen Probanden zu bekehren. Nimm den unauffälligen Weg, um uns zu treffen. Den Weg, der zwischen den Felsen im Osten der Stadt beginnt und zu den anderen und zu den abgelegenen Lichtungen führt, auf der wir das Lager errichtet haben. Es ist unerlässlich, dass unsere Bemühungen vorerst geheim bleiben. Möge der Erleuchtete dich beschützen, der Autor Luminis. Thanks to these documents, we'll be able to show the natives where the conversion camp is, and the times when new prisoner convoys will get there too. The Ordo Luminis is fearsome in a fight. If the natives attack the camp, they risk being slaughtered. But given the methods of the Inquisitors, I almost want to give them a hand. Ja, da bist du nicht der Einzige, Kurt. Da bist du nicht der Einzige. Gehen wir mal nach oben. Oh, halt, hier ist noch ein Türchen. Hier scheint nichts zu sein. Hier. Das ist doch eindeutig ein Verhörzimmer, wo die Leute dann dort anketten, oder? Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. So, jetzt noch die Treppe hoch. Wo war denn die Treppe hier? Hier scheint aber nichts mehr zu sein, oder? Das ist eindeutig eine Folterkammer. Ja, eindeutig. Boah. Die Schweine. Die fiesen Schweine, die bösen. So. Also kehren wir zurück zu den Eingeborenen. Oder? Wir müssen doch jetzt zurück zu den Eingeborenen. Mhm. Ja. So, wo geht's hier raus? Da ist eine Sackgasse. Schon wieder diese Ruckler. Also. Ups. Ja.